Hallo. Ich freue Ich freue mich auch, du schaust so schick aus wie eine Telefonistin aus den 40er Jahren. Ach, schau an. Ja, du, Ja. ich musste zum Baumarkt und dachte ich mir, Mensch, ist da mal ein Grund, um sich Also, in Schale zu. Und so habe ich absolut. es Ja, jetzt. weil ich will mich ein bisschen da nach hinten schieben. Das ist schon gut groß. Das, ja. Also ich experimentiere hier noch. So. Kann man uns gut hören? Macht man den Daumen nach oben, wenn ihr uns sehen und hören könnt, wenn da alles passt mit der Verbindung? Das wäre super. Ja, liebe Sandra, wir steigen direkt mal ein, oder? Ich liebe ja das Thema und du wahrscheinlich auch. Es geht um das Thema Erwachsenenkonflikte und zwar nicht nur die Erwachsenenkonflikte zwischen den Partnern, sondern auch den Familienmitgliedern, die ja da alles so dranhängen. Und ich habe das jetzt heute mal genannt, Erwachsenenkonflikte erwachsen lösen. Weil man hat ja schon immer so Strategien, aber häufig sind die ja jetzt vielleicht noch aus Kindheitstagen so übernommen worden. Und ich kann mal so ein Beispiel, ich erzähle mal so ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung. Da war das schon so, dass es natürlich schon eine bestehende Familie einfach gab bei meinem Mann und das hat auch schon so alles so eingespielt war. Und dann kam ich, die das so ein bisschen anders gemacht hat und da kamen schon so ein paar Meinungsverschiedenheiten auf, aber die waren sehr, wie soll ich sagen, so sehr dezent immer so angesprochen. Also sie wurden nie direkt angesprochen, dass das irgendwie nicht passt oder dass irgendwie was blöd ist oder so, sondern immer so ganz, da gibt es auch ein Wort dafür, wie sagt man das? Nicht dezent, sondern so halt, Indirekt, ja, genau, indirekt, von indirekt, genau. hintenrum. Hintenrum, indirekt, es gibt noch ein Wort, aber du weißt genau, was ich meine. Wie kann ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt merke, dass meine Schwiegermama, meine Schwägerin, mein Schwager, mein irgendwer mir immer so ganz indirekt Dinge sagen, wie kann ich denn damit umgehen und vor allem, warum können wir denn so schwer mit Konflikten umgehen? Ja, mich würde interessieren, was sie dir indirekt gesagt haben, weil es scheint ja so, dass du es direkt verstanden hast. Ich habe es direkt verstanden. Also sagen wir es mal Und so, ich habe es direkt verstanden, mein Mann nicht. na, warte mal, die Geschichte ist ja da wirklich faszinierend. Wenn sie dir es indirekt sagen, gib mir ein Beispiel. Sie machen dir indirekt einen Vorwurf, du hast ein, du bist heute zu schick, okay? Für den Baumarkt Ja, bist du zu das ist schick. ja. Ich Okay, bin nehmen zu wir es mal so. Ja? Also, und sie sagen das nicht, sondern es kommt dann, warte, ich versuche in dieser Blick. Ja, So, hey, es ich kommt kann, gut. also, ja, ich, also ich versuche es, ich gebe mir echt Mühe. Und wenn du jetzt das ansprechen würdest und sagen würdest, bin ich dir für den Baumarkt zu schick, dann würde ich jetzt ja sagen, als deine Schwiegermutter, habe ich nichts gesagt. Genau, ja. Habe ich gesagt, ja. Und damit, also, und das ist ja das Schwierige. Hier rede ich ja noch gar nicht über Konflikte hier. Das ist ja schon, ich nehme das Wort jetzt hier in den Mund, das geht ja Richtung Mindfuck, ja. Ja, Also, ja. weil ich nicht nur über Kommunikation spreche, über das, was ich sage, sondern wir beide haben uns jetzt darüber unterhalten. Ich habe eine Postkarte, da steht drauf, ich sage nichts, aber was ich denke, ist grausam. Und daran muss ich jetzt denken. Also, das ist ja das Blöde, wenn so zwischen den Zeilen gesprochen wird und du verstehst das ganz genau und du sprichst das an. Ich habe nichts gesagt und es stimmt. Ja, nichts gesagt. Und genau, und wenn du dann sagst, ja, aber ich weiß, dass du es gedacht hast, woher kannst du das wissen? Du kannst nicht meine Gedanken lesen. Und weißt du was? Schon hast du, du kannst jetzt gar nicht mehr geradeaus denken. Und schon ist es, hast du dich irgendwo selbst verloren und es ist eine Nebelgranate geworfen worden. Ja. Und dann am Ende des Ja. Tages, wenn, ja, wenn wir das weiterspielen, denkst du dann, am Ende bin ich doch verrückt. Weil die Ja. haben nichts, die haben nichts gesagt. Irgendwie, was, also, und jetzt kommt dann vielleicht noch deine Schwägerin dazu, die sagt, Mutter hat nichts gesagt, weiß nicht, was du hast. Und dann denkst du, okay, wenn zwei das sagen, dann wahrscheinlich bin ich doch verrückt, ne? Und
jetzt, ich kenne deinen Mann, ich mag ihn, und wenn der jetzt aber auch sagt, und das sage ich, weil der auch in diesem, also in der Nebelgranate aufgewachsen ist, wieso, der hat doch nichts gesagt, weil er da möglicherweise einen blinden Fleck hat, sind schon drei gegen einen. Und da hat man so interessante Studien gemacht, da hat man also so einen Versuch gemacht, da hat man drei Studenten vor einen Baum gestellt. Und die haben raufgeschaut, und dann kam der nächste Passant, sagte, was ist da oben? Sagt er, na, Schlange. Der schaut dann rauf, und da war gar keine Schlange, aber die haben dann gesagt, das ist eine Schlange. Und der Gruppendruck beginnt ab 4, hat man dann herausgefunden. Dann haben sie noch einen vierten dazugestellt, so habe ich es in Erinnerung. Und dann irgendwann beginnt dann der andere die Schlange zu sehen, obwohl da gar keine da ist. Ah, da ist jetzt noch mehr. Ja, Ah, I voll, see. ja, spannend, ja, voll. Ich finde das immer so mega faszinierend. Ja. Und deswegen ist eines meiner Lieblingsmärchen, auch im Zusammenhang eben mit genau dem, was wir hier ansprechen, des Kaisers neue Kleider. Liebe Weil der Geschichte, ja. da ist ein unendlicher Gruppendruck, weil ja alle sagen, also das ganze Volk behauptet, der Kaiser hätte so schicke Kleider an, und nur einer, und das bist in dem Fall du, also eine, hat dann Mut, sagt dann mutig, aber der hat ja gar nichts an. Aber du hast es gedacht. Also würdest du dann zu deiner Schwiegermutter sagen, ich weiß, dass du es gedacht hast. I see you. Und dann beginnen eigentlich so die eigenen Programme auch im Kopf, oder? Von wem? Von dir? Ja, genau, weil jetzt ist ja dann, also jetzt hat man das Spaghetti-Gehirn, das du sagst. Also man hat ja, man denkt ja quasi, man hat die jetzt ertappt, aber die sagen ja, es ist nicht so. Und dann sagst du ja, beginnt ja genau der Mindfuck und man denkt, ja, bin ich vielleicht doch verrückt so. Naja, also da auszusteigen und sich da auch coachen zu lassen, das kann man machen, indem du dir zum Beispiel diese eine Szene mit deiner Schwiegermutter nochmal herholst und nochmal dorthin zurückgehst und dir das nochmal herholst und wirklich überprüfst, ob du sie richtig gelesen hast. Und dann könnten wir zwei Hypothesen bilden, ob sie mit ihrem Blick möglicherweise was anderes gesagt hat, ja? Und wir suchen so lange, bis es stimmt, ja. Also ich überprüfe das schon, ja? Aber die Frage ist, gehst du mit mir dann nochmal hin, schaust dir die Szene nochmal an und finden wir dann heraus, was da wirklich vorgegangen ist. Also du kannst dich da selber ganz gut, also selber oder auch in Begleitung ganz gut rausholen. Aber die Szenen sind ja alle gespeichert und du kannst doch mal zurückgehen und du kannst es überprüfen. Hat sie es gesagt oder hat sie es nicht gesagt? Wenn natürlich jemand dabei ist, der dir wohlwollend ist und der das auch sieht, ist es natürlich cooler. Aber du kannst dorthin gehen. Du warst dabei. Und die Frage, die dann vielleicht kommt, okay, jetzt weiß ich das alles, was mache ich dann? Schauen, ob es hier Verbündete gibt. Also ob zum Beispiel dein Mann ein Verbündeter wird. Und dann neue Entscheidungen treffen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt weiß, dass meine Schwiegermutter, Mutter, Schwester oder wer auch immer so ist, das macht? Was sind meine nächsten Schritte? Was sind meine nächsten Entscheidungen? Wie oft besuche ich die? Besuche ich die überhaupt noch? Muss ja nicht für jeden die Lösung sein. Nein, absolut nicht. Also das war ja das Beispiel, das du gebracht hast. Du bist jetzt sozusagen schon hardcore eingestiegen. Ja, Du klar. bist also, Ja, du bist, also, so, also, Konflikte beginnen dann, das hat der Jesper Juhlmann so schön gesagt, sobald zwei Menschen in einem Raum sind, gibt es Konflikte. Ich habe den Abreißkalender vom Jesper Juhl zu Hause, diesen Jahreskalender, und das, also, noch ein Spruch steht, ist da drauf. Also wir lernen unsere Grenzen nur kennen. Hörst du mich, Trisch? Ja, wir Ja. lernen unsere Ja. Grenzen nutzen. Nur kennen, wenn sie ein anderer übertritt. Oder wenn ein anderer eben einen Wunsch äußert, der für uns komisch ist. Ja. Also, und unsere Kinder, die latschen ja beständig über unsere Grenzen und dann merken wir das sozusagen. Und auch unsere Partner und unsere Eltern ja auch. Also
wir lernen unsere Grenzen dann kennen, wenn sie übertreten werden oder wenn wir mit einem anderen einen Zusammenstoß haben. Und das ist ja an und für sich noch nichts Schlimmes. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben, aber in letzter Zeit bringe ich eben oft das Beispiel von einem Autoscooter. Autodrom sagen wir hier in Österreich, wenn du eben hier viele Autos auf dem Feld hast, dann gibt es einfach Zusammenstöße. Und dann lernst du eben deine Grenzen kennen, weil du in jemanden anderen reinstößt oder der fährt in dich rein. Und dann geht es darum, dass du mit der Unterschiedlichkeit, die in einem System herrscht, lernst umzugehen. Also was mache ich denn, wenn jemand anders denkt, ein anderer Erwachsener als ich? Per se ist das noch gar kein Problem. Die Frage ist es, wann wird es zum Problem und warum gelingt es uns so schwer oder warum ist es so schwierig für uns, den anderen einfach mal hier stehen zu lassen und eben diese zwei Kreise, wie ich so gern sage, oder diese zwei Autos mal für sich existieren zu lassen. Es scheint in uns so eine unstillbare Sehnsucht nach Einigkeit und Verschmelzung und Harmonie zu geben. Warum nicht mal anderer Sichtweise sein? Warum nicht mal zwei Sichtweisen stehen lassen? Also das finde ich ganz spannend. Ja, also warum ist das so schwierig? Ja, da erkenne ich mich auch wieder. Das finde ich total spannend, dass du das so sagst. Dass man einfach mal den anderen so sein lässt, wie er ist und dass man nicht alles so gleich machen muss. Das beginnt ja schon bei in der ganz frühen Elternschaft, dass der eine das Kind anders wickelt als der andere und das aber gerne so alles gleich sein soll, weil es dann gut ist. Naja, das ist ja so nicht richtig, weil wenn ich das Feedback vom Baby bekomme, dass alles gut ist, also wenn wir da aufeinander eingestimmt sind, dann ist tatsächlich alles gut. Und wenn das gleiche Feedback kommt vom Baby, wenn der Papa das macht, dann ist ja auch alles gut. Vielleicht findet er einfach einen anderen Weg dorthin, und er lernt genauso durch das Feedback, wie du durch das Feedback lernst von deinem Baby. Ja? Und deswegen, wenn wir unseren Partnern oder Partnerinnen, wenn wir da eingreifen, dann haben wir die nie die Chance, zu lernen. Und ich rede jetzt nochmal nicht hier von irgendwelchem Mindfuck, sondern von ganz banalen, Vater wickelt anders als Mutter. Und Baby quengelt zwar, aber da passiert noch gar nichts. Passiert noch gar nichts. Und da mal zu atmen und zu sagen, okay, vielleicht muss ich da auch mal das in mir halten können. Und das ist auch so ein wesentlicher Punkt bei Konflikten, dass ich mich selbst gut regulieren kann, anstatt einzugreifen, um mich zu regulieren. Mach's anders, damit meine Anspannung weg ist. Ich Ja. sage jetzt nichts mehr. Ich habe es voll verstanden. Es ist, also man reguliert sich dann einfach über den Streit quasi. Das ist eine Sache, die ich auch kenne, dass ich mich schon, wenn der Tag stressig war, schon eher über meinen Mann reguliere. Ja, schön gesagt. Oh, jetzt höre ich dich nicht mehr. Ja, schön Hörst du mich gesagt. noch? Ja, ich höre dich immer gut. Du regulierst dich dann, du Da muss regulierst bei dich, mir liegen. ja. Das wäre schön. Zieh mal Ich mit bin dir um. nicht schuld. Ja, ich bin nicht schuld. Das ist super. Ja, das ist echt toll. Es liegt nicht an mir. Es ist ein gutes Gefühl. Ja, also es ist quasi so, es ist nicht so, als hätte ich deine Bücher nicht gelesen, gell? Aber es ist quasi so, dass es bei mir immer wieder passiert, dass ich mich über meinen Mann regiere, oder schon auch mal die Kinder, die Blitzableiter sind. Oder du hast ein schönes Wort dafür. Ist das Blitzableiter? Nennst du das Blitzableiter? Dass man Ja, sich kannst eigentlich du. gar nicht. Du sagst irgendwie ein schöneres Wort. Aber dass man Als sich gar nicht. Blitzableiter? Ja, du sagst irgendwas. Wie sagst denn du? Ich weiß es nicht, mir Glaube ich auf gefällt jeden Fall. Blitzableiter ganz gut. Blitzableiter passt schon gut, gell? Also es ist halt so, dass wir auch nicht so gelernt haben, mit unseren eigenen Gefühlen, die so zu regulieren oder auch unsere Eltern sich ja quasi an uns so reguliert haben. Genau, und das sollte man quasi dann einen Klang bringen. Ja, schau,
Das Wesentliche ist dann, ist das, dass du das mal erkennst, dass du das tust. Und dann ist es ja so, jetzt sind wir wieder gehen wir wieder dahin zurück, dass du ja den anderen lesen kannst, was in dem anderen passiert. Und wenn du den anderen als Blitzableiter quasi benutzt und du siehst ja den Effekt, den du auf den anderen hast. Und das ist ja nicht, der mag das ja nicht. Und dann musstest du eigentlich sofort aufhören, wenn du merkst, hey, das gefällt dem oder der gar nicht. Aber dann ist dir vielleicht lieber, du lässt hier deine Energie ab und es ist dir wichtiger, als dich zu regulieren, als darauf zu achten, was das für eine Auswirkung auf den anderen hat. Und das ist dir eigentlich die Auswirkung egal. Not nice. Nee, nicht nice, nee. Und jetzt könnte natürlich dein Gegenüber auch darauf reagieren und könnte auch was sagen, aber also wir steigen schon wieder da sehr tief ein, also in Konflikte, ja, also wo es eben darum geht, wenn wir uns über andere regulieren, dann ist die Kacke am Dampfen. Ich weiß schon, was ich da sage, ich sage es nicht so elegant mit Blitzableiter, ich sage, wenn ich einen emotionalen Furz habe und ich lasse es sozusagen dem anderen ins Gesicht. Und dann ist meine Blähung weg, nicht? Mir geht es ja dann besser, aber es stinkt. Und es stinkt aber bei diesem Prozess nicht nur für den anderen, sondern für mich auch. Und es stinkt auch für die Kinder. Und deswegen ist es sozusagen, versuche ich Menschen dabei zu helfen, mit ihren emotionalen Blähungen oder mit all dem, was in ihnen herumtreibt, ja, einen eleganteren Weg zu finden. Und das, also, weil dann hast du keinen Konflikt, dann hast du Krieg am Ende des Tages. Und genau um diese Sachen, also um diese eleganten Lösungen geht es auch in unseren beiden Workshops, oder? Wir haben jetzt dann am 16. und am 24. Genau zu diesem Thema zwei Workshops mit dir. In dem einen geht es Genau. wirklich um die Partnerschaft und halt um das Außen, würde ich jetzt mal sagen. Und bei dem anderen geht es ja wirklich so um einen selbst quasi. Was können die Eltern denn da erwarten? Naja, das eine ist, dass zuerst mal ich Erwartungen habe, weil ich viel reden, aber es ist ein Workshop, ja. Und sich entwickeln und wachsen ist etwas, das ist eine Handlung. Und ja, also das passiert auch, bei Kindern passiert das Wachstum, die wachsen einfach, aber wir müssen was tun. Und das heißt, es ist meine Erwartung, dass hier ganz viel auch gefragt wird und mitgemacht wird und dass die, die zuschauen, das wirklich nutzen für sich, also die Zeit und auch mich als Ressource nutzen, da wirklich auch persönlich zu werden. Wir sind ja dann auch eine geschlossene Gruppe, dass wir das, dass da wirklich gearbeitet werden kann. Es heißt Workshop, nicht, weiß ich nicht was. Workshop, ja. Und das wäre sozusagen meine Erwartung an die ganze, an diese zwei Abende. Und dann, was die Menschen bekommen, die hier mitwirken, ist meine gesamte Energie, meine Ressourcen, mein Wissen, mein Einfühlungsvermögen, also alles, was ich habe, damit der oder diejenige auch einen nächsten Schritt gehen kann. Also wenn jetzt du gekommen wärst mit diesem Beispiel mit deiner Schwiegermutter, dann hätten wir hier auch ein Stückchen weitergearbeitet, Workshop, dass du einen nächsten Schritt gehen kannst. Und das würde mich sehr freuen, wenn die Leute das auch so nutzen würden für sich. Ja, diese Gelegenheit wieder etwas Selbsterfahrung passt ja gut zum Autoscooter, dass man da so wirklich herumfährt, dann auch in diesem Workshop und Fragen stellt und sich da auch mutig sich selbst stellt. Und ich möchte auch die Ressourcen dann der Gruppe nutzen, weil da einfach ein großer Ideenpool ist und auch ein Lösungspool ist, wo man auch schon schöpfen kann, wie andere damit umgegangen sind. Ich wollte ja nur einladen dazu. Und ja, du hast mir ja auch schon, oder ihr habt mir schon von Jael ganz viele Fragen geschickt und an denen werde ich mich auch orientieren.
Also das sind eben Fragen in Bezug auf die Beziehung zum Partner, also auf der Paarebene und in Bezug auf die Beziehung zu den Eltern, eigenen Eltern, Schwiegereltern. Am Ende des Tages geht es darum, dass, und ich glaube, das ist auch den allen Zuschauenden ganz klar, dass es nicht darum geht, die anderen zu verändern, sondern wie werde denn ich handlungsflexibler diesen anderen erwachsenen Menschen gegenüber. Also ich möchte die in einer Handlungsflexibilität begleiten und dass sie nicht stecken bleiben und die gleiche Schallplatte, wer noch eine Schallplatte kennt, immer wieder auflegen und sozusagen in den gleichen Rillen wieder herumfahren, sondern ja, was würde passieren, wenn ich was anderes sagen würde? Was würde passieren, wenn du deiner Schwiegermutter, wenn du ihren Blick halten könntest und sagen könntest, also ihr durch deine Augen verstehen geben könntest, ich weiß, was ich gesehen habe. Und da musst du den Blick halten können. Und da musst du dich selbst beruhigen. Also, und wie geht selbst beruhigen? Also vielleicht kommen solche Fragen ja dann auch, wo ich einfach auch so ein Stückchen über meinen Weg erzählen kann, was habe ich da getan, dass es immer besser geworden ist. Und ich würde mal sagen, es ist noch Luft nach oben, aber es gelingt mir schon ganz gut, mein Gehirn schnell wieder zusammenzusammeln, wenn es kollabiert, was immer noch passiert. Ja, Ich ich würde. würde auch gern, entschuldige, ganz kurz, also ich möchte auch, wenn es das gewünscht wird und gefragt wird, es wird immer über toxische Beziehungen gesprochen und ich bin da auch sehr gerne bereit, darüber zu sprechen, wann ist eine Beziehung toxisch, wann wird die als solche empfunden. Aber wie gesagt, wäre es mir lieber, wenn von euch da was kommt, wenn eure Erzählungen kommen und ich möchte das auch so halten, dass es wirklich ein geschützter Raum ist, dass sich Leute da auch gut öffnen können und da keine Sorge haben müssen, dass da irgendwie ich mache hier kein Eltern- oder Partner-Bashing, sondern es geht mir darum, dass ich begleite Menschen dabei, die zu werden, die sie sein möchten. Und die meisten Menschen oder alle Menschen, die bei mir sitzen oder mit denen ich arbeite, möchten ja liebevoll sein, authentisch, ehrlich, erwachsen, reif und nichts anderes passiert. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ihr ein Stückchen ich euch in diese Richtung entwickelt. Und deswegen ist egal, auch wenn die ganze Welt zuschauen würde, die würden nur euch sehen, wie ihr die beste Version von euch selbst seid. Und da kommt jetzt noch mache ich noch eine kleine Türe auf, weil genau das ist oft so schwierig, wirklich herzuzeigen. Mich zu zeigen, auch in meinem positivsten. In meiner Großzügigkeit, in meiner Güte, in meiner Würde, weil auch das, von vielen Eltern in der Kindheit auch beschämt wurde und nicht geachtet wurde. Und die Absicht von Kindern einfach ganz oft missachtet wurde. Und dieses innere Bild vom bösen Kind, dass das Kind was Böses möchte, also da muss ich auch immer wieder, das muss ich immer wieder auf die Seite schieben. Das ist so in mir, in mich hinein erzogen, ja, und dann beginne ich so böse zu schauen, ja, aber mich dann zurückzunehmen, zu sagen, Moment, Kinder machen, was sie tun, die machen das. Deren Probleme sind schon Lösungen. Ja? Also was wir als Probleme bezeichnen, sind Lösungen für Kinder. Ja? Und das sehen wir ja oft, das Ergebnis schon von vielen Jahren Erziehung oder Familien, in denen die wohnen. Aber das wieder rauszubekommen und wenn man immer sozusagen als böses Kind gesehen wird, dass man sich dann da rausschält und sich selbst sagt, ich bin nicht böse, oder wie du dann sagst, nein, ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Aber wenn ich da Menschen begleiten kann, dann das mag ich. Das mag ich gern. Fein. Ja, danke. Jetzt weiß ich Gerne. gar nicht, was ich dazu sagen wollte. Ich könnte immer an den Lippen hängen und dir stundenlang zuhören, das muss ich wirklich sagen, weil das so ankurbelnd ist einfach. Also ich finde es auf jeden Fall schön, auch für alle, die zuhören, zu wissen, dass man in seiner Situation quasi nicht als Opfer
festhängt und denkt, ja, das muss ich jetzt einfach über mich ergehen lassen und ich habe jetzt da eingeheiratet und es ist halt jetzt einfach so, sondern dass man wirklich Lösungen da finden kann und ja, einfach gucken kann, wie passt es für mich. Weil ich, also ich kriege das schon häufig mit im Umfeld oder auch bei jungen Mamas, dass die halt sich denken, ja, das war's halt jetzt. Also ich muss da jetzt hingehen, ob ich will oder nicht. Jetzt meine Schwiegereltern wird da halt hin und ja, und das muss man halt eben nicht. Man darf halt neue Wege, neue Lösungen finden und darf da auch erwachsen werden. Ja, du kannst immer neue Entscheidungen treffen und du musst auch den Preis bezahlen. Also viele möchten ja eating the cake and have it. Also ich gehe jetzt nicht mehr zu meinen Schwiegereltern und ich möchte aber nicht, dass die dann sauer sind auf mich. Ja, das musst du, das funktioniert so nicht. Ja, also du kannst es entscheiden und der Preis ist, dass die dann möglicherweise sauer sind. Und da möchte ich auch mit den Leuten gerne arbeiten, die im Workshop, die zuschauen, wie gelingt es denn, das besser bei denen zu lassen? Also das ist so schön gesagt, aber da möchte ich auch gerne unterstützende Bilder geben und da arbeiten. Ich möchte gerne arbeiten. Nicht nur Text sprechen hier. Das Du ist sagst, Vortrag, ja. genau, unsere Workshops, vor allem die mit dir auch, sind ja ein Workshop. Also da ist es ja echt gewünscht und gewollt. Dafür haben wir ja auch diesen geschützten Raum einfach von in dieser Gruppe, dass man einfach wirklich über seine Themen sprechen kann, da gemeinsam worken kann und ja, einfach offen und ehrlich seine Empfindungen aussprechen kann und ja, mit Lösungen rausgeht aus unseren Workshops. Ich sage nochmal dazu, wir haben jetzt diese zwei Termine, 16. und 24. beide um 19 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben da ein Bündel gemacht, weil diese beiden Themen auch einfach zusammengehören. Wir haben da ein Bündel gemacht für 49 Euro. Ihr könnt es ab heute Abend, 21 Uhr, ich poste es nochmal rein, über unseren Linktree einfach kaufen. Ich mache da einen PayPal-Link rein. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden. Es wird in dieser Woche auch noch viel um diese Themen gehen. Und vielleicht gibt es noch irgendjemanden, der Fragen hat an die Sandra, dann gerne jetzt. Ja, Genau. ich bin einfach wie immer geflasht über das alles, was du so sagst. Und das ist ja echt immer, also das mit den, ja, mit dem Selbstregulieren, das ist schon echt, das ist schon ein Thema von mir, merke ich immer wieder. Ja. Gibt's jetzt nichts von mir Genau. dazu zu sagen? Nee, da gibt es noch nichts. Ich bin ja auch im Workshop dabei, nicht umsonst. Das ist doch das Gute, dass wir einfach unsere Grenzen kennen als ExpertInnen und uns dann ja schön jemanden dazu holen. Schau ich Ja, mal gerade, ob das. das Schöne ist, dass hier alle, die hier zuschauen, Expertinnen sind, nämlich für ihre eigenen Grenzen. Und alle, die zuschauen, möchte ich meinen, die merken, dass wenn in ihnen sozusagen etwas hochsteigt. Aber und da nochmal wacher werden dafür und damit einen Weg zu finden, also ich nenne es ja dann emotionale Blähung, aber weil das so ein schönes Bild ist, ja. Und die Frage ist eben, wie geht man dann damit um? Und ich glaube, das ist ein gutes Thema, wenn man das dann tatsächlich dann in unseren beiden Workshops dann machen, darauf eingehen. Alle, die jetzt zuschauen, ja, sind und die da mitmachen möchten, lade ich nochmal ein, dass ihr euch das so überlegt. Was sind denn eure Herausforderungen mit anderen Erwachsenen nahestehenden? Ja, also die euch wichtig sind, die eine emotionale Bedeutung haben für euch. Und was wären denn da eure Fragen? Wo bräuchtet ihr denn da Unterstützung? Wo, also nutzt mich, nutzt die Zeit und nutzt das. Und auch wenn eine Frage stellt, dann, wenn eine Frage stellt, ist die oft auch für andere relevant. Jetzt kommt noch eine Frage, ob die Inhalte ähnlich wie im Entelterungskurs sind. Naja, ja und nein. Also ich muss auch sagen, das weiß ich nicht. Es werden Fragen kommen, die natürlich ähnlich sind und die wir bei der Entelterung auch schon bearbeitet haben. Was ich gerne hätte, ist, dass wir es ein Stück persönlicher machen, weil der Entelterungskurs, den haben, ist da ist, halten wir das Persönliche dann eher im Hintergrund. Also in der Offline-Begleitung, während hier ich im Hier und Jetzt gerne für die Fragen, die jetzt kommen, da sein möchte. Ich hoffe, das ist beantwortet.
damit. So, ich habe jetzt mal kurz den Raum gewechselt, dass ich dich endlich mal vollständig höre. Ja, du kannst Ja. es dann, du kannst es ja dann nachhören noch, Trish, was ich gesagt habe. Ich weiß Jetzt bist du einfach. eingefroren. Genau. Ah, jetzt bin ich eingefroren. Jetzt bist du gar. Jetzt besser? Jetzt Jetzt bist du besser? wieder da. Ja, Ja, ich sehe gut. dich, ich höre Gott dich. sei Dank. Ich habe gesagt, du kannst dann alles nochmal nachhören, was ich gesagt habe. Ja, genau. Ich höre mir das nochmal an. Ich werde es auch als Podcast nochmal speichern, weil ich ja die Inhalte, die du immer so sprichst, auch so wertvoll finde und einfach, weil es ganz viele Eltern Verstehe. erreichen soll, dass es diesen Workshop gibt und dass man nicht in dieser Situation verharren muss. Nein, also da sind wir Menschen ja ein bisschen, obwohl wir so gescheit sind und noch ein größeres, ein anderes Gehirn haben als Tiere, machen Tiere das viel gescheiter. Wenn die, ich erzähle eine Geschichte, die der Peter Levine erzählt hat, und zwar hat man beobachtet drei Pantherbabys. Schieß mich tot, irgend so drei so kleine Tiere, die von einem Löwen verfolgt wurden. Und diese drei kleinen, also der wollte sie fressen. Und diese drei kleinen Tiere, sagen wir mal, es waren Panthers, haben sich dann auf einen Baum verflüchtigt. Und der Löwe kann nicht so gut klettern wie die. Und der Löwe ist dann abgezogen. Und dieser Schock und dieses Trauma, zu schnell, zu viel Überwältigung, die lösen das ganz genial auf. Und das hat man beobachtet. Also die gehen dann von dem Baum runter und spielen das dann nach. Muss man sich vorstellen. Also da ist dann einer der Löwe und die anderen suchen Möglichkeiten, neue Tricks, dem zu entkommen und damit umzugehen. Ja? Und wir Menschen, wenn wir ein Trauma erlitten haben, dann bleiben wir metaphorisch oft am Baum sitzen. Krass, ja. Und ich höre schon, jetzt höre ich sofort zu atmen auf und so, und fürchten uns dann eigentlich und leben das weitere Leben metaphorisch am Baum weiter. Und was ich gerne möchte und was sozusagen meine Aufgabe in der mentalen Arbeit nur mal in der Vorstellung vom Baum runterzukommen und hier wieder handlungsflexibler zu werden und sich daran erinnern, dass der Pantler mittlerweile 34 Jahre alt ist und nicht mehr 3 Monate und schon viel, viel, viel mehr Handlungsspielraum hat als das kleine Wesen, das er mal war. Genau, das ist so meine Begeisterung. Ist jetzt mit mir durchgegangen, weil mir das Schön, so es ist gefällt. schön, dass es Ja. sehr schön, dass es sehr. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen mit dem Bild auch. Ja, und das andere ist eben, und das ist so meine zweite Leidenschaft, aber ich habe dann entschieden, das nicht weiter zu verfolgen beruflich, aber ich arbeite schon auch viel, da muss ich gleich atmen, indem ich den Körper mit einbeziehe, aber ich glaube einfach, dass Körperarbeit ganz ein wesentlicher Bestandteil ist, wenn man weiterkommen möchte. Gerade das Atmen, und ich mache in meiner Arbeit ganz viel, ich spiegle Menschen somatisch, das heißt, ich gebe denen, ich sehe das, ja, wo es blockiert ist und woher sie sprechen, ob sie von da sprechen oder von da oder so von, und das gebe ich so als Feedback, damit es eine Orientierung gibt, da wieder an einem Ort anzukommen, ja, der wohltuend ist. Und, aber ich meine, da gibt es noch andere Experten, die wirklich hands-on arbeiten, und das ist da. Ja, empfehle ich auch meinen Sohn sehr gern. Und der ist Grindel-Praktiker. Und ich glaube, das ist von meiner Sicht unerlässlich, auch diese in uns gespeicherte Energie loszuwerden, dass eben Tiere da sehr clever machen und sehr schnell, und das kriegen das los, weg, weiter geht's. Move on. Und wir Schütteln bleiben sich ja zum einfach. Beispiel auch. Das ist doch auch so, wenn die so einen Traum haben, die schütteln sich doch dann so ab. Ja, genau. Und da gibt es ja oft dann auch, das machen auch viele Menschen, es gibt auch diese Schütteln, es gibt auch Schüttelmeditationen, es gibt ja ganz viele coole Dinge. Ja? Und nur zuerst muss man es einfach mal wissen, weil, also um ganz kurz eine kleine Werbung zu machen, keine Angst, Mama, dieses Buch, das die Janine und ich geschrieben haben, die meisten Menschen würden mir sagen, ich habe keine Angst. Und vielleicht ist auch Angst ein sehr großes Wort und vielleicht können sich manche mit dem Wort Stress besser identifizieren, aber es ist oft, fällt es den Menschen gar nicht auf, also dass sie eigentlich am Baum leben. Und ja, es ist gut, vom Baum runterzuklettern.
Muss ich gleich wieder atmen. Ja, ach, es ist einfach herrlich. Ja, liebe Sandra, was soll ich sagen? Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Danke, dass wir auch zugehört haben. Es waren jetzt schon so unglaublich viele wertvolle Impulse dabei. Also ich kann es einfach nicht erwarten, damit dir weiterzugehen. Und ich finde das Schöne auch, von der Gemeinschaft so zu profitieren. Also die Geschichten, deswegen bin ich gleich mit einer Geschichte eingestiegen. Ich liebe Geschichten von anderen Menschen. Ja, Ich liebe total, ja. gar nicht selber bewusst waren. Deswegen liebe ich auch, wenn du so Geschichten und so Bilder malst mit diesem emotionalen Furz und so, weil man da so einfach, man ist dann so drin und man hat ein Bild und man wird einfach gespiegelt, wie du sagst, und man kann es einfach ganz anders wahrnehmen. Das finde ich Ja, voll für gut. die da ein bisschen was tun möchten noch, schaut es euch an. Also ich, Filme, die ich in diesem Zusammenhang empfehle, ist die Truman Show. Fantastischer Film, wie das geht, vom Baum runterzukommen und auszusteigen und neue Wege zu gehen. Und ganz super finde ich auch täglich grüßt das Murmeltier. Auch ein fantastischer Film, sozusagen, wie viel müssen wir uns abarbeiten, bis sozusagen wir uns an den Menschen so lange abgeschliffen haben, bis wir dieser Diamant sind, der wir sind, ja? Wo einfach so viel auch drüber erzogen wurde und wo wir uns verbogen haben. Also das finde ich immer ganz großartig. Truman Show, kommt mit auf meine Ja, Watchlist. ja. Und genau, ja, genau. Ja, es gefällt mir sehr. Feini Ja, ich freue mich, dass ihr alle Wein. dabei seid und euch und wirklich mitmacht und euch da abarbeitet. Mit mir. An mir. Untereinander. Let's go. Let's turn around Ja. and face the music. Oh, schön, geil. Ja. Liebe Sandra, lieben Dank für deine Zeit. Wir hören uns jetzt dann später Gerne. eh mal. Und Ja, genau. einen wunderschönen Abend. Ganz viel Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, ich werde jetzt gleich das Live natürlich speichern, euch hochladen. Und wenn ihr noch Fragen zum Live-Workshop habt, dann könnt ihr die uns gerne noch stellen. Und ja, bis gleich, Sandra. Danke, ciao.